Jo, liebe Leute, Theo hier. Heute begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Mario Odyssey Video. Und zwar beschäftige ich mich ja ziemlich viel mit dem Thema Speedrun in Bezug auf Mario Odyssey. Und da habe ich mir gedacht, ist es ein Video wert, mal die krassesten Abkürzungen oder krassesten Moves euch in einem Video zu zeigen, die man bei Speedruns so anwendet. Und ich habe mir gedacht, ich mache eine kleine Top 5 und eventuell, wenn es euch gefällt, werde ich nochmal ein paar hochladen mit nochmal einer Top 5. Deswegen, Leute, lasst uns einfach anfangen. Der Weltrekord bei Mario Odyssey bei Any Person, also das bedeutet durchspielen, so schnell es geht mit allen Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, liegt zurzeit bei einer Stunde, 5 Minuten und 35 Sekunden und wurde von dem Spieler NEDAS aus der USA aufgestellt. Der zweite, dritte und vierte Platz ist von Japanern belegt, Leute. Falls euch interessiert, Deutschland ist mit 360 Chrism, den ich by the way auch ziemlich feier, auf Platz 32. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Move. Ich wollte euch das nur zeigen, damit ihr ungefähr wisst, was da so abgeht. Und ich würde sagen, wir starten mit einem Move, den ihr wahrscheinlich auch schon alle kennt und ich habe ihn dir auch schon mal vorgestellt, und zwar der Move aus dem Cascade-Königreich, der aber wirklich den Speedrun bei Mario Odyssey einfach revolutioniert hat und einfach eine Abkürzung war, die den Speedrun nochmal richtig nach vorne gepusht hat. Und zwar rede ich vom Cascade-Königreich, wo man in den T-Rex reinschlüpft, schnelle Welle, und dann über das Sprungpad oben direkt zum Boss gehen kann. Ohne die 2D-Passage, ohne irgendwelchen krassen Sprungmanöver. Der Glitch ist relativ einfach, jeder von euch kann ihn easy peasy selber nachmachen und ist einfach ein Muss für jeden Speedrun. Auf Platz 4 habe ich den Sprung auf dem Mond, Leute, und zwar, um letztendlich zur Kirche zu kommen, muss man ja diese riesen Passage, diese riesen Höhle, diese Lava-Höhle, diesen Parcours von Bowser durchleben, Leute, und das wurde auch ziemlich früh gefunden, und zwar kann man diesen ganzen Mist überspringen, indem man einfach um die Höhle rumläuft, und dort ist nämlich die Sphinx, Leute, und dort gibt es einen bestimmten Sprung, den man machen kann, und mit einem doppelten Wandsprung, den man dank der erhöhten Gravitation machen kann, kann man einfach direkt oben hochspringen und ist dann direkt bei der Plattform, bei der Kirche, und diese Abkürzung hat auch nochmal wirklich einige Minuten bei dem Speedrun gut gemacht. Auf dem dritten Platz habe ich aus dem verlorenen Königreich fast schon die ganze Route, Leute. Ich finde es einfach so genial, dass man das Königreich machen kann, ohne dass einem Cappy weggenommen wird von dem beschissenen Vogel, Leute. Nein, die Speedrun haben es geschafft, einfach drumherum rumzuspringen und die Monde einfach so einzusammeln, dass der Vogel einen gar nicht Cappy wegnimmt, weil das nämlich enorm Zeit klaut. Und dieser Glitch, dieser Trick, dass der Vogel einen das nicht wegnimmt, der ist einfach genial und der ist auf jeden Fall auf Platz 3 bei mir. Auf Platz 2 habe ich einen richtig geilen Trick, wo man wirklich ein bisschen für üben muss, um ihn drauf zu haben, Leute. Und zwar, wenn man das erste Mal Metro Kingdom ankommt, ist es ja so regnerisch und man muss erstmal den Metallwickler besiegen und dort muss man ja erstmal davor im Regen durch die Straßen von New Donk City, wo überall Maden sind und komische Panzer, die auf einen schießen, Leute. Aber das kann man auch fast alles überspringen, indem man diesen einen Sprung hier macht, ihr seht es. Und dann kann man direkt übers Gebäude, Leute. Das ist einfach ein extrem geiler Sprung, eine extrem geile Abkürzung. Und zu Recht auf Platz 2. Auf Platz 1 habe ich den großen, pompösen Bosskampf, den man gegen die Brüder als alle zusammen hat. Also in diesem komischen, dicken Klotz, in diesem Mecha. Und den machen die Speedrunner ohne ein Power-Up. Sie springen einfach so drauf hoch, mit Stampfattacken immer wieder gegen die Hasen. Und ich finde, zu Recht auf Platz 1, Leute, das sieht einfach sowas von brachial episch aus. Und spart auch nochmal enorm Zeit. Aber Leute, die Zeit mal beiseite gestellt, es sieht einfach verdammt geil aus, wie Mario immer wieder zurückgeschlagen wird, aber dann dadurch sein Hechtsprung resettet wird und er kann einfach wieder drauf loshechten auf den Boss. Sieht einfach geil aus, Leute. Das war meine Top 5. Wenn ihr Bock drauf habt, einfach ein Like, dann weiß ich Bescheid, Leute. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, abonniert den Kanal. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.